Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Goblin of the Elderstone. Hier direkt nach meinem Teststream. Und wir hatten hier richtig Ärger mit einigen Skeletten, die uns im Grunde dazu bringen, dass wir jetzt einen zweiten Wachturm bauen. Denn das nächste Mal möchte ich mich nicht ärgern lassen. So. Ich werde diese zweite Folge. Bedeutet nicht, dass das hier ein Mega-Let's Play wird. Mit 20 Episoden oder so. Sondern es wird an sich einfach ein ganz normales, kleines angespielt. 2 bis 5 Episoden sind da möglich. Denn Goblin of the Elderstone ist noch in einer frühen Entwicklung und bedarf noch einiges an Entwicklung an sich. Aber hey, wir bauen jetzt hier einen zweiten. Ist das ein. Oh. Oh, wir brauchen einen Friedhof. Wir bauen einen zweiten Turm hier oben hin. Und schauen mal, wie weit wir es heute noch bringen. Gibt's ein Friedhof? Ah ja, das sind die Aufgaben. Sehr gut zu wissen. Gibt's einen Friedhof? Guck's, 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 guck'sen. Faith. Nein. Okay, also die Leichen bleiben einfach liegen. Gut, erstmal. Ups, alles akzeptieren. Ja, ich habe vom Kollegen gehört, dass bei einigen das Spiel nicht so gut läuft derzeit in der Alpha-Phase. Dass es Soundaussetzer hat, dass es Spielaussetzer hat. Ich habe das bis jetzt nicht. Ja, kann ich nur so sagen. So, aber wir brauchen hier einen Arbeiter. Und dann schauen wir mal, dass hier das Haus gleich gebaut wird. Ein Sammler mal rausziehen. Und dann brauchen wir ein bisschen Stein. Und dann wird hoffentlich auf dem Häuschen rumgehauen. Nein, läuft er nicht so nah hin. Ich glaube, die sind eingefroren, ne? Die sind eingefroren. Oder das sind noch Modelle. Ja, ist ja auch heiß hier, ey. Unser Sammler. Eine Angelrute dabei? Ach, wie cool. Der sammelt einfach alles. Alles, was irgendeiner Weise zu holen ist. So, wir brauchen auch dringend neue Goblins. 16 können wir beherbergen. 9 haben wir zurzeit. Wir brauchen mehr. Mehr. So, fast. Okay, was wird an sich? 3 Babys sind geboren. Sehr schön. Vielleicht wäre mal eine Baracke gut, aber wir haben keinen Stoff. Dafür bräuchten wir den Weber. Und der braucht Leder. Oh! Eine wandernde Hexe kommt tanzend an unseren Rand des Dorfes. Sie will mit dem König reden. Okay, wir haben einmal die Möglichkeit zu reagieren. Goblins hinrichten. Bären. Oder we must throw mud at her. Drive her away before she makes ja, alle angry. Ich kann nur die beiden Sachen machen, weil ich keine 50 Beeren und 20 Bier habe. Alter, ich muss das machen. Sorry, ich kann keine Goblins opfern. So weit kommt's noch. Okay, wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Goblins, die sich hier anbieten. Derzeit haben wir nur 2. Klar, es würden Beeren gesammelt. Der Turm wird jetzt auch gebaut. Super. Das heißt, beim nächsten Durchlauf kann ich den beiden Türmen hier sozusagen Truppen geben, dass die nicht mehr hier so rankommen. Aber wir müssen mal kurz gucken. Scavenger sammeln ja auch Leder. Dann baue ich mal einen Weber. Das reimt sich.
Das ist ein Weber, den ich jetzt baue, oder? Ja. Der braucht auch nicht viel Ressourcen. Der benötigt noch 20 Holz und 20 Stein. Können wir einen Weber bauen. Der Weber produziert dann diese Kleidung. Und wenn wir hier auf War gehen, die Baracke, die brauchen wir, um Soldaten zu rufen, auszubilden. Aber um die zu bauen, brauchen wir Stoff. Ich denke mal für eine Fahne oder so. Der Guard Tower auch. Ich könnte die War Hall bauen für einen Kriegsboss. Ja, aber das bringt ja jetzt auch noch nichts. Bin ja gespannt, wie weit man das Spiel so treiben kann. Ich find's schön. Aber es ist halt noch einiges zu tun. Und die Musik. Für mich ist die sehr laut, ich glaube für euch nicht. Haben wir jetzt mal welche dazu gekriegt? Immer noch nicht. Sechs werden erwachsen. Dann sind wir ja bald bei 15. Brauche ich auch bald ein neues Wohnhaus. So, wie sieht's hier aus? Wo sind denn die ganzen Träger? Könnten die mal ein bisschen Holz ranholen? Das wäre doch mal eine gute Sache. Wir haben noch zwei. Oh, hier ist schon alles voll mit Kleid. Ja, das ist wichtig. Wir brauchen den Weber. 20 Steine sind da, jetzt noch 20 Holz. Na los. Er hier holt das, glaube ich, jetzt. Oder? Oder auch nicht. Es ist halt noch nicht so ganz durchsichtig. Jetzt hat er Holz geholt. Wann hier ein Goblin meint, arbeiten zu müssen. Ah, jetzt haben wir neue Leute. Jetzt haben wir neue Leute. Ich werde die jetzt nicht gleich verwursten in Aufgaben. Wir brauchen die. Jetzt haben wir 5 Träger. Das ist wichtig. Eigentlich kann ich sogar sagen, mega wichtig. Wir haben derzeit, was haben wir hier? Sommer. Bald kommt der Herbst und dann kriegen wir wieder Probleme hier mit einigen Skeletten. Das heißt, wir werden die jetzigen hier als Truppen einfügen müssen. Ach, Planken. Moment. Stopp. Planken? Habe ich nicht aufgepasst. Woodcutter. Blacksmith. Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte vielmals. Ich war wieder zu voreilig. Ich war absolut zu voreilig. Wir müssen diese Planken erst herrschen. Ich dachte, das wären normale Hölzer. Dabei sehe ich erst einen Planken. Das heißt, der muss hier jetzt erstmal beliefert werden mit 20 Holzstämmen, 20 Steinen. Und dann ernennen wir einen Schreiner. Währenddessen gucken wir uns hier nochmal einmal dieses Ding an. Ich finde, das sieht cool aus. Oder? Also die Grafik ist schon toll. Ah, es wird schon gebaut. Es sind alle Sachen da. Super. Ach Mensch, den hätte ich mal früher bauen. Da habe ich wieder Zeit verschwendet jetzt. Unnötig, wie ich finde. Unnötig. Können die eigentlich Mauern bauen? Ich glaube nicht, ne? Nur die Baracke. So, Lumbermill. Lumbermill. Du. Bis jetzt. Oh, wir haben noch mehr Leute dazu gekriegt. Jetzt haben wir 15. 15. Sofort. Ein Haus bauen. Dahin. Uns müssen Leute draußen schlafen. Das kann ich nicht verantworten. Guck mal hier oben. So sieht die. So sieht das Sägewerk aus. Hier oben mit der großen. Mit dem Sägerad drauf. Cool. So, jetzt brauchen wir noch hier unten die
das weitere Häuschen. Und hier müssen die Bretter hergestellt werden. Er produziert gleich fleißig. Und je mehr Peons wir haben, jetzt produziert er endlich, desto mehr Möglichkeiten haben wir, die Arbeitsplätze aufzufüllen. Dann wird immer mehr produziert irgendwann. So, das Haus ist da. Da ist ein Brunnen, der ist dafür da, wenn es brennt. Ich glaube, ich hätte hier auch noch gern einen. Mal irgendwie den Goblins traue ich auch zu, mit offenem Feuer nicht so gut umgehen zu können. Und es wird jetzt langsam kalt. Die Bretter werden ganz langsam hergestellt. Jetzt kommt aber gleich der Winter. Das heißt, wir brauchen Truppen. Oh, seht ihr deswegen? Ach, das geht gleich los. Oh, wie mega fies. Oh. Warum macht ihr nicht mit hier oben? Das ist noch so ein bisschen... Oh, Kamera. Hallo. So, mach die platt. Okay, also die Koordinierung von Truppen ist noch etwas blöd, weil ich konnte jetzt zum Beispiel... Ja, ich weiß nicht. Ich konnte denen nicht sagen, wo sie hin sollen. Das geht noch nicht. Das heißt, die patrouillieren leider nicht. Und dadurch haben wir jetzt wieder ordentlich Leute verloren. Ich habe eigentlich auch erwartet, dass die mal hier oben rauflaufen und von oben schießen. Aber die stehen ja davor. Das sind noch so Sachen, die in der Alpha noch nicht gehen. Die werden aber eingefügt. Denke ich. Okay, hier oben sind noch zwei Skelette. Mann, wir haben Leute verloren. Ärgerlich. Oh, jetzt läuft er dahin. Nein. Oh, Koordinierung der Goblins. Ich würde gerne hier mehr... Ach. Kommt mal her, werdet mal zu Soldaten, bitte. Wo sind denn die beiden? Erstmal reißen wir das jetzt wieder ab, denn die müssen sich erholen. Denen geht's nicht gut. Die haben wenig Energie. Hier oben sind sie wieder. Ich hoffe, der Winter ist bald vorbei. Der Scavenger läuft wieder los. Der sammelt. Es ist jetzt Tag. Okay. Ja, das ist natürlich etwas kritisch, dass die Watchtower nur bei sich hier bleiben. Die Leute. Ich denke, mit Kriegern geht das anders. Vielleicht kann ich die dann schicken. Ich weiß es nicht. Aber es wäre eigentlich sinnvoll, wenn man die vorher schon schicken kann. Weiß nicht, die sind ja nicht dumm. Gut, sind Goblins, aber sind ja nicht ganz dumm. Deswegen wäre das, finde ich, ist das etwas übertrieben, dass die nichts machen. Aber das ist halt die Wegfindung, die wird noch geupdatet, denke ich. Und dann wird Goblin of the Elder Stone noch besser spielbar sein. Ich hoffe jetzt erstmal auf den Weber
und dass wir mehr Kinder kriegen, sodass wir noch mehr Truppen haben bald. Gut. Beschleunigen wir das nochmal alles. Holz wird gerade geholt für die Grundproduktion. Wie sieht's hier denn jetzt aus? Wie viele Bretter sind drin? Ein Brett noch. Dann gibt's unseren Weber. Dann können wir bald mit den neuen Truppen auch in Richtung, ja, Baracke gehen. Kriegsbaracke. Was, hier könnten wir eigentlich schon so ein bisschen bauen. Stellen wir an die Grenze hier. So, der Weber wird gebaut. Da entsteht er. Oh, 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 oh. Wir sind schon wieder unter Angriff. Nein, wir werden schon wieder angegriffen. Junge. Hau doch ab. Diese blöden Skelette. Echt, die laufen jetzt bis ins Camp? Ja, ganz toll. Den auch. Oh, hoi, 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 hoi. Also diese Skelette... weiß nicht so ganz, was ich davon halten mag. Die schnetzeln uns hier die ganzen Leute weg. Hier unten nicht wenigstens. Aber so ist das im Moment wohl noch. Soll wohl so sein. Der Winter ist gleich vorbei. Wir haben hier alle Skelette jetzt ausradiert. Die haben uns ganz schön wehgetan. Wir haben von 19 auf 11, wir haben 8 Leute verloren. 8. Heftig. Wir brauchen echt Soldaten, sonst wird das nichts. Ziehen wir hier jetzt einen Weber rein. Brauchen den noch. Wir haben auch keine Sammler mehr, oder? Ach, herrje. Wir haben auch keine Sammler mehr. Haben wir noch Woodcutter? Einen. Den haben wir auch noch. Okay. Chef haben wir noch. Trade Hall habe ich keinen drin. Gut, brauche ich gerade auch nicht. Wir müssen ja gerade nicht handeln. Das heißt, die Produktion haben wir schon am Laufen. Okay. Also so kann es gehen. So können wir das hier haben. Ja, es braucht aber noch ein bisschen Zeit, das Spiel. Aber ich finde es schön. Grafisch toll. Die Idee mit den Häuserverbindungen auch schön. Und gut, wir müssen mehr mit unseren Goblins machen können. Wir müssen zum Beispiel... Es muss noch etwas im Interface überarbeitet werden, das Spiel. Da bin ich ganz ehrlich. Ob ich eine dritte Folge mache, muss ich mir eh überlegen. Aber ich hoffe, das kommt gut bei euch an. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr Fragen habt zu Goblins of the Elderstone, dann könnt ihr es unten in die Kommentare schreiben. Ich gucke mal, ob ich mit dem Entwickler nochmal in den Kontakt treten kann. Und dann leite ich es weiter. Und wenn ihr schon Erfahrung gemacht habt, das Spiel auch habt, dann sagt mal Bescheid. Auf jeden Fall, macht's gut. Das war Goblin of the Elderstone, das angespielt und bis das Spiel fertig ist. Tschüss.